Wettern in Schottland ist nichts für Anfänger. Ich glaube, man braucht gute Nerven und ein Gespür für Linien. Man muss schon Intuition fürs Klettern haben und auch ein bisschen Abenteuergeist, würde ich sagen. Die Felsqualität war bisher eigentlich mittelmäßig bis herausragend. Also nichts ultra Schlechtes, so wie man es eigentlich aus vielen Kletterfilmen kennt, so über englische und schottische Kletterei, wo man viel brüchigen Fels sieht. Alles eigentlich ziemlich sicher, aber trotzdem ist man abends immer froh, wenn alle heile auf dem Boot zurück sind.